hörst die Lesung eines Textes auf dem Kanal Spiritscape, gelesen von Hendrik. Bitte überprüfe mit deiner Intuition den Wahrheitsgehalt selbst. Mike Quinsey, 8. Juli 2022, übersetzt von Martin Gadeau. Es ist immer noch so vieles im Gange, denn all das, was verborgen war, wird nun enthüllt und das gibt euch die Gelegenheit, sich all dessen zu entledigen, was euren Zwecken nicht mehr dienlich ist. Veränderungen müssen kommen, wenn ihr anfangen wollt, Grundlagen für eine neue Ära zu schaffen. Alles, was ihr benötigt, ist auf der Erde verfügbar und hier und da zeichnen sich Anfänge einer neuen Lebensweise ab, die besser zu den höheren Schwingungen passt, die jetzt ins Dasein kommen. Sie sind auch notwendig, damit ihr euren Fortschritt beibehalten könnt und bereit und in der Lage seid, aufzusteigen. Eure Reise durch viele Lebenszeiten hat euch auf das neue Zeitalter vorbereitet, das schon sehr bald anbrechen wird. Ihr habt euch das Recht verdient, die niederen Energien hinter euch zu lassen, während ihr euch auf ein Leben zubewegt, das frei ist von der Aufmerksamkeit der Dunkelmächte. Diejenigen Seelen, die die Erde bereits verlassen haben, warten darauf, sich euch anzuschließen, wenn es eine Zeit großer Feierlichkeiten sein wird. Macht euch bewusst, dass das Leben auf der Erde seit Ewigkeiten von den Dunkelmächten reguliert wird und sie haben alles in ihrer Macht Stehende getan, um euch daran zu hindern, euer wahres Selbst und eure vergangene Geschichte zu erkennen. Ihr seid weitaus größer, als euch bewusst ist. Und als ein mächtiges Wesen habt ihr die Fähigkeit, diese Dinge für alle Zeiten hinter euch zu lassen. Vor euren Augen liegt ein Wirrwarr, das sich allmählich entwirrt, während das Licht weiterhin die Dunkelheit überwindet und die Wahrheit eurer Erfahrungen offenbart. Ihr habt jetzt jede Gelegenheit, euch ein für alle Mal über die niederen Schwingungen zu erheben, aber ihr müsst euch in Geduld und Selbstbeherrschung üben, was eure Reaktionen betrifft. Indem ihr ein Leuchtfeuer des Lichts seid, helft ihr mit, mehr davon zur Erde zu holen und helft euren Mitstreitern, sich ins Licht zu erheben. Nur wenige erkennen die Situation, in der sie sich befinden und kämpfen weiter, ohne zu wissen, wohin sie gehen oder warum. Einige wachen auf und wollen wissen, worum es im Leben geht und wo sie die Antworten finden können. Dann könnt ihr ihnen die richtige Richtung weisen, um sich weiterentwickeln zu können. Es liegt in der Natur des Menschen, anderen helfen zu wollen, und in der jetzigen Zeit wird viel von denen benötigt, die sich abmühen und nicht weiter wissen, an wen sie sich denn nun um Hilfe wenden können. Viele fühlen sich grundlos verfolgt und erkennen nicht, dass ihr nur das erlebt, was ihr benötigt, um euch weiterentwickeln zu können. Es ist zwar ein schwer zu akzeptierendes Konzept, aber innerlich könnt ihr eine Art Verstehen spüren, wenn ihr euch genau überlegt, was ihr durchgemacht habt und ob ihr daraus etwas gelernt habt. Wir werden euch daran erinnern, dass nichts, was für euch wichtig ist, zufällig geschieht. Seid versichert, dass, wenn die Menschheit zum Sinn des Lebens erwacht, es einen großen Bewusstseinswandel geben wird, der den Seelen helfen wird, viel schneller voranzukommen. Ihr müsst erst noch die Harmonie und den Frieden erfahren, die zu euch kommen werden, wenn ihr den Sog der niederen Schwingungen überwunden habt. Frieden und Liebe sind das, was ihr sucht, und das wartet in naher Zukunft auf euch. Von Natur aus seid ihr alle liebende Wesen, die lediglich die niederen Schwingungen erleben, die eine Herausforderung für eure Fähigkeiten darstellen, in allen Situationen mit den Füßen auf dem Boden zu bleiben. Aufgrund verschiedener Ereignisse in jüngster Zeit, die Chaos auf der Erde verursacht haben, wart ihr gezwungen, jene lieben Seelen aufzunehmen, die vertrieben wurden. Das Ergebnis ist, dass ihr multinationaler werdet als je zuvor. Die Menschen bringen ihre eigenen Bräuche und Religionen mit und ihr lernt sie aus erster Hand kennen. Bislang war es eher unwahrscheinlich, dass ihr viel über sie wusstet, aber ihr stellt fest, dass ihre Reaktion auf ihre Probleme und ihren Streit nicht anders ist als die eines jeden anderen. Sie sind euch ähnlicher, als ihr vermutet habt und reagieren genauso wie ihr, wenn ihr ihnen helft. In solchen Situationen gibt es Herausforderungen, die dazu beitragen sollen, euch zusammenzubringen. Wir mögen zwar viel von euch erwarten, aber macht euch bewusst, dass jede einzelne Seele in eine Inkarnation kommt,
die ihren Bedürfnissen entspricht, um sich weiterentwickeln zu können. Denn wie könnt ihr euch weiterentwickeln, ohne die verschiedenen Lebenserfahrungen gemacht zu haben, die es auf der Erde gibt? Es ist alles sorgfältig geplant, um sicherzustellen, dass ihr auf eurem Weg aufwärts weitermachen könnt und eure Bewusstseinsebene erweitert. Deshalb sind viele Seelen, die vor euch gegangen sind, gerne bereit, euch eine helfende Hand zu erreichen. Seid versichert, dass alles, was auf der Erde geschieht, dazu genutzt werden kann, einigen Seelen die Möglichkeit zu geben, ihre Entwicklung fortzusetzen. Es wird jedoch kein Zwang ausgeübt, um euch auf euren vereinbarten Weg zu bringen, und viele weichen davon ab, finden aber normalerweise mit ein wenig Hilfe wieder auf ihren Weg zurück. Manche Erfahrungen können sehr hart sein, aber auch hier versichern wir euch, dass keine Seele aufgefordert sein wird, mehr auf sich zu nehmen, als sie bewältigen kann, und wie wir immer wieder betonen, ist Hilfe immer zur Stelle, wenn ihr darum bittet. Versucht, das Leben als wunderbare Gelegenheit zu sehen, zu wachsen und einen Platz für euch in den höheren Dimensionen zu schaffen. Ihr seid niemals allein, auch wenn ihr euch so fühlt und die Geistwesen sind erfreut, auf eure Bedürfnisse einzugehen, sofern ihr sie darum bittet, obwohl ihr nicht immer genau das bekommt, was ihr euch wünscht, aber es wird eine Antwort geben. Ich hinterlasse euch meine Liebe und meinen Segen. Möge das Licht eure Tage und euren Weg in die Vollendung erhellen. Diese Botschaft kommt durch mein höheres Selbst, mein Gott selbst. Jede Seele hat die gleiche Verbindung zu Gott. In Liebe und Licht. Mike Quinsey. Vielen lieben Dank für eure Unterstützung von Spiritscape. Vielen Dank für deinen Energieausgleich.